ich fand es eigentlich eine gute Unterhaltung mit Hang zu too much. Lieber das leichte too much rausschneiden, aber uns mehr Einzellagerfeuer geben. Und bitte macht kein Paar mehr zu so einer krassen Hauptrolle. Wir sprechen jetzt über das Wiedersehen und dann ist Temptation Island VIP over. Over and out. Puh. War ein wilder Ritt. Und jetzt das Wiedersehen hat uns auch nicht das ungefähr gebracht, was wir uns erhofft haben vielleicht. Weil es war ja sehr, sehr viel Streitpotenzial eigentlich vorhanden. Und es war sehr viel Schnitt. Also so oft, wie man das so krass gemerkt hat, dass es auf einmal einfach nur wupp. Ja, ja. Was, Mann, ey. Grundsätzlich aber lachen, weil Henrik hinten hat einfach dich in unserer Aufnahme repräsentiert. Er war immer hinten so. So, und ich habe mir auch aufgeschrieben, als es noch am Anfang um Kate und Jakob ging, Henrik und Paulina im Hintergrund, also Paulina ja so, eigentlich schon so raus aus dem Bild, Henrik auch nur so und die ganze Zeit so. Durchgängig! So geil. Ich habe auch erst gedacht, die wurden komplett getrennt gesetzt. Also ich habe erst gedacht, da ist so viel Platz noch dazwischen. Wir fangen aber jetzt erstmal an bei Schatzkuss. Jakob und Kate, hier wird eine Hand gehalten und Sandra und Giuliano ebenfalls. Und dann fand ich ja auch Lolas Einstieg schon wieder geil in Bezug auf Katie Time und Jakob. Ah, und bei euch ist wieder Schatzkuss? Das ist sicher die Katie Time, die zweimal sagen, ja? Kuss. Noch. Die beiden, so wie wir es ja eigentlich auch schon gedacht haben und ihr auch schon ein paar Mal uns geschickt habt, da ist doch ein Ring am Finger. Wurde denn der Antrag gemacht? Das war die erste Frage und das war auch die wichtigste Frage. Richtig. Es wurde gemacht. Ich finde es doch so süß. Ich kann mir doch nicht helfen. Ich weiß nicht gar nicht, wieso ich das so niedlich finde. Aber die beiden auch so, die passen so krass gut zusammen. Ich finde es heftig. Also ich glaube, die haben sich wirklich richtig. Also das ist wirklich der Topf auf der Herdplatte. Und wenn man mal dran denkt, wie Kate damals mit diesem Benjamin im Sommerhaus war und was man so sonst mitbekommen hat, die sind so into einander. Also das ist ja unfassbar. Und auch, ja, dann wurde da nochmal dieser Rückblick gezeigt und so, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte jetzt bei der Hochzeit mitgenommen werden. Katie Time, nimm uns bitte mit, welches Kleid wird es, wo ist die Location, wir möchten dabei sein. So. Ich möchte die Tränen sehen, die fließen, wenn Kate dann den wie heißt das, Walk Down the Aisle da langläuft halt. weil die Verlobung, die muss natürlich auch wegen Temptation Island geheim gehalten werden. Und ich glaube, das kam auch so rüber, als hätten die das beide eigentlich ganz gut gefunden, dass das so ein privater Moment für die beiden ist. Ja. Und sie hat auch gesagt, es wurde da der Antrag gemacht, wo auch ihr erster Kuss war. Und sie hat wirklich nicht damit gerechnet. Und er meinte auch, wir sind 24/7 zusammen. Wie hätte ich es denn machen sollen? Ich musste eben gucken. Und dann hat sie auch gleich noch gesagt so, ja, Jakob hat auch ein bisschen gestottert. Das hat man dann gemerkt, fand ich ja süß. Und er so, ja. Aber man kriegt trotzdem auch mit so, auch in den Gesichtern der anderen, alle freuen sich für die beiden. Die sollen jetzt ihren Stiefel da durchziehen. Wir wollen noch mehr von den beiden sehen, aber nicht mehr in Form von, dass hier eine Beziehung auf die Probe gestellt wird. Ich höre aber da auch schon ein bisschen Sommerhaus der Stars klingeln, obwohl ja Kate schon da war. Ja. But who knows? Ja, auf wir sind Fall. Gespannt. Alles Glück der Welt den beiden. Und was soll man da jetzt großartig auseinandernehmen, oder? Nee. Nichts, wir gehen jetzt weiter. Sandra und Giuliano. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Sandra sieht schon wieder fuego aus. Und ich hatte automatisch gerade nochmal nachgedacht, wann dieses Wiedersehen, automatisch habe ich nachgedacht, ne, weil ich ein krasses Girl bin. Das passiert automatisch bei mir. Wann dieses Wiedersehen wohl war. Und es muss wirklich Ende November, Anfang Dezember eigentlich gewesen sein. Ja, okay. Das gefällt mir nicht so gut, weil da ist noch ein bisschen Zeit verstrichen bis jetzt. Richtig. Denn, du hast es ja anfangs schon gesagt, Sandra und Giuliano haben Händchen gehalten. Das heißt, sie waren zum Wiedersehensdreh zusammen auf jeden Fall. Ja, sie kriegen auch nochmal die ganzen Bilder zu Gesicht. Sandra muss sich erstmal ein paar Tränen vergießen, als sie sieht, dass Giuliano in dem Interview da so geweint hat, wo ihm klar wurde, er kann Sandra nicht das geben, was sie eigentlich verdient hat, beziehungsweise hat es in Vergangenheit nicht getan. Und die große Frage, die wir uns auch alle stellen, wie verhält sich Giuliano denn zu dem Zeitpunkt? Hat er das
in die Tat umgesetzt, was er dort herausposaunt hat. Ja, und Sandra hat aber auch was zu meckern. Ja, Sandra war gleich überfordert, hat gesagt, das war mir am Anfang auch echt ein bisschen zu viel, so eine richtige Klette. Da musste irgendwie Henrik im Hintergrund auch lachen. Mhm. Und jetzt haben sie sich aber wohl gut eingependelt. Jetzt ist es in dem Master, kann Sandra das auch sehr gut akzeptieren. Giuliano musste sich allerdings natürlich jetzt was Neues für einen kleinen Fingerschwur einfallen lassen, weil der hat natürlich gar keine Bedeutung mehr. Und auch eine Neuigkeit, Sandra nimmt natürlich keine Pille mehr. Mhm. Sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Und sie haben auch noch gesagt, dass sie eigentlich beide in ein paar Jahren überlegen, dann mal ein Kind zu bekommen. Das macht mich ja jetzt noch gespannter, ob sie jetzt wohl noch zusammen sind oder nicht. Aber bei einer Sache fand ich aber trotzdem, da hat sich unser lieber Giuliano noch mal ein bisschen rausgeredet, als Lola ihn drauf angesprochen hat, auf diese Sache mit, du meintest also, dass du keine Lust hast auf Sex mit Sandra, wenn sie eine Woche lang keinen Sport gemacht hat. Mhm. Oh, und dann da hat er sich irgendwie schon wieder um Kopf und Kragen geredet. Nee, es ging eher so um die Motivation, als wenn sie nicht will, ich ja dann auch nicht gehe und dann ich mich nicht so wohl fühle. Ah, Giuliano, komm. Hier, er dreht aber auch sein Handy wohl nicht mehr weg. Und ich hoffe, und du hast es gerade schon gesagt, Wiedersehen Ende November, Anfang Dezember. Das ist halt einfach schon wieder 2 Monate her. Und es kann alles passiert sein bei denen. Mhm. Ich meine, wir haben ja findige kleine Sherlocks bei uns, die dann auch sagen, oh, guck mal, wo der Giuliano gerade seine Story macht. Goldener Knopf hier, Schrankknopf, ist doch bei Sandra. Hört ihr die Stimme im Hintergrund? Ja, hören wir alles, aber es war auch ein bisschen beefig in letzter Zeit. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob das genau ein Kalkül war und schauspielerische Leistung. Ich hoffe es ein bisschen, weil irgendwie fanden sie ja doch ganz süß zusammen. Und ich finde es auch toll, dass Giuliano da, hat auch gesagt, bei der Ausstrahlung hat er sich ein bisschen fremdgeschämt, also nicht fremdgeschämt, er hat sich für sich selbst geschämt. So. Ja. Und ich hoffe und glaube, dass bei ihm da ein kleiner Schalter umgelegt wurde. Klang ja auch so, ne? Genau. Umso mehr freuen, wenn sie jetzt wirklich noch zusammen sind. Weil die wirken eigentlich auch gut zusammen. Sandra ist eine gestandene Frau, die weiß, sie braucht den nicht, aber er tut ihr gut. Sie tut ihm, glaube ich, auch ganz gut. Bitte. Hat er ja auch gesagt, so dass Sandra für ihn da war, dass es nach Temptation ein, dass er sogar ein richtiges kleines Down hatte mit Panikattacken und so. Ich wünsche mir das ganz, ganz, ganz doll, dass die noch zusammen sind. Auch wenn jetzt hier wahrscheinlich Kommentare sind mit, Giuliano geht gar nicht, Sandra hat jemanden besseren verdient. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich ganz gut tun. Und Sandra kann das ja immer noch selber für sich entscheiden. So, kommen wir zum lächerlichsten, also ich weiß gar nicht. Also, was soll man denn dazu jetzt sagen? Ne? Sie haben gesagt, sie sind im Guten auseinandergegangen, was für mich eigentlich auch schon wieder ein Indiz dafür war, was du von Anfang an gesagt hattest. Die Beziehung war einfach fake, wie kann man denn auch sowas im Guten auseinandergehen? Okay. Und dann auch noch so sagen, wir machen uns jetzt hier keine Schlammschlacht oder begeben uns auf das Niveau anderer. Es ist alles in Ordnung. Ich denke so. Nicht ist in Ordnung eigentlich. Emmy sagt zwar, sie schämt sich auch und ihr ist es peinlich für das, was sie dort gezeigt hat von sich, sagt aber dann auch wieder, sie glaubt, sie war einfach nicht bereit für die Beziehung mit Udo. Und sie sagt, so eine Emmy würde es heute nicht mehr geben. Girl, diese Aufnahmen, Wiedersehen und Temptation Island Dreh, da liegen 6 Monate dazwischen. Und sie sagt schon, jetzt hat sie den Typen, auf jeden Fall für den Rest ihres Lebens gefunden. Ist ja auch ein bisschen unangenehm, das jetzt zu nehmen, Udo zu sagen, aber es ist so, sie ist sich sehr, sehr sicher. Und ich habe meine Notiz nur dazu geschrieben, schauen wir mal bis zum Sommer. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil jetzt kommen wir nämlich zu Paulina und Henrik. Auf das Paar, auf das wir eigentlich alle irgendwie gewartet haben, aber eigentlich auch nicht. Du hast am Anfang schon gesagt, man merkt die komplette Folge, die Enttäuschung und die Hard Feelings sind noch da. Sind noch angepisst. Und dann sehen die ihren Rückblick und wir sehen deren Gesichter. Nee, überall haben wir hier das zwischendrin nervt. Die kleinen Gesichter gesehen hier von Giuliano und gut, die kleinen Gesichter. Und bei Paulina und Henrik nichts. Das hätte ich auch gern gesehen. Haben sie hingeschaut, haben sie nicht hingeschaut? Bei Henrik habe ich zwischendurch gedacht, muss er nochmal weinen, weil er so sein Gesicht so ein bisschen verzogen hat. Aber ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wirklich schon über diese Traurigkeitsphase hinweg und fand es einfach nur noch lächerlich. Und ich bin im Zwiespalt, ne? Weil Paulina sagt einfach nur gleich, schießt wieder gegen ihn und sagt, sie ist enttäuscht, wie schnell er sein Versprechen gebrochen hat, was ja sicherlich auch so sein wird, weil er hat ihr mit Sicherheit versprochen, er wird da kein Alkohol trinken, okay, alles klar. Sie meint, die Beziehung stand sowas von auf der Kippe.
zum Anfang. Und da haben sie doch auch noch, haben sie ja auch gezeigt im Rückblick, gesagt, unsere Beziehung ist wunderbar, alles ganz tutti toll. Und Henrik meinte auch, er dachte, er befände sich in einer guten Beziehung. Ja, also ich glaube auch nicht, dass du, komisch, wenn du trotzdem irgendwie ein bisschen ahnst, dass es komplett, also dass es irgendwie hier bald eine Wendung nehmen könnte. Hm. Ach, na, ich wollte gerade sagen, dann planst du, glaube ich, keine Hochzeit, aber das machen ja tatsächlich trotzdem viele, dass sie nochmal einen Ring an den Finger stecken, weil sie denken, jetzt kommt die Kehrtwendung. Aber Henrik hat auf jeden Fall irgendwie den ruhigeren und gefassteren Eindruck auf mich gemacht. Mhm. Er hat sich auch entschuldigt für das Alkoholthema. Er hat es auch eingesehen, diesen Fehler. Und man kriegt so das Gefühl, Paulina sagt dann später, du schießt die ganze Zeit, du willst es hier anders darstellen. Und ich dachte mir nur so, Paulina, du willst eigentlich die ganze Zeit Henrik in einem schlechten Licht dastehen lassen. Ja, das hat er ja auch nochmal gesagt. Sie versucht, die Geschichte irgendwie umzuschreiben, aber das hat sie nicht so richtig eingesehen. Sie hat zwar auch gesagt, es tut ihr unheimlich leid, wie weit sie da gegangen ist und dass sie Henrik trotzdem immer geliebt hat. Ja, Bullshit. Sie sagt, sie wollte ihn nie verletzen und sie hat ihn die ganze Zeit unendlich geliebt. Sorry, nein. Sie war mit dem ersten Lagerfeuer, das sagt sie doch die ganze Zeit, war für sie eigentlich Schluss. Und auch das Benehmen nach ihrem Seitensprung, das wirkt auf mich nicht wie, ach, ich fühle mich schlecht, weil ich eigentlich hier jemanden gerade noch liebe. Also, ja, sie haben aber dazu kommt halt auch, dass ihr halt auch droppt, ganz ehrlich, Henrik, du hast mich schon vorher die ganze Zeit belogen und betrogen, das weiß jeder. Und dann noch ein spicy Detail, dass Henrik wohl noch zu einer Verführerin ins Bett gegangen sein soll. Ja, und da ist jetzt meine Frage, glaubst du das? Weil erst habe ich gedacht, okay, warum sollte sie das denn jetzt sagen? So, sie hat ja schon genug Sachen, die sie gegen ihn feuern kann. Ich muss aber sagen, die Reaktion dann von ihr fand ich fast so ein bisschen so, als wäre es vielleicht doch jetzt nicht so bewiesen, wie sie getan hat. Weil er sagt ja, hey, wann habe ich das gemacht? Wer, dies, das? Und sie so, ich glaube nicht, dass jetzt lügst du schon wieder. Das glaube ich ja gar nicht. Ich dachte, ah, Girl, ich will jetzt die Beweise sehen. Ich glaube nicht, dass sie das erfunden hat. Ja. Aber ich glaube, es wurde so schwammig einfach was aufgeschnappt am Ende. Das kann weißt sein. Weißt du, wie ich meine? Genau. Und dann ist es für sie die Wahrheit so, ja, ich habe das irgendwo gehört und ich konfrontiere dich jetzt damit, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das stattgefunden hat. Weiß ich halt auch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich finde es super schwierig und sie hat ja dann auch nochmal das gesagt, was wir auch schon bei deren letzter Szene gesagt hatten, wo er meinte, du hast es wieder geglaubt, wo wir meinen, oh, das ist eine gefährliche Aussage, was ist da wohl in der Vergangenheit passiert, wo sie auch gesagt hat, vorher betrogen und belogen. Es sind jetzt zwei Aussagen, es ist wirklich Aussage gegen Aussage, wir können nichts dazu sagen. Ich glaube, wir sind beide froh, dass die auseinander sind. Ja, und es ist wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja. Ich glaube nicht, dass Henrik so ein Schwiegermamas Liebling ist und am Wochenende nur zu Hause sitzt. Der wird sich bestimmt einige Sachen schon geleistet haben, weshalb wahrscheinlich auch dann bei Paulina so schnelles Misstrauen bei Temptation Island aufgekommen ist. Da steckt keiner von uns drin. Wie gesagt, Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber ich will mal unser generelles Fazit von dieser Staffel und von dieser Show irgendwie wissen. Also mal deins. Mhm. Und meins habe ich irgendwie noch gar nicht so gesammelt, weil auf der einen Seite liest man immer so, man muss verrückt sein, um mit seiner Beziehung da reinzugehen, weil man ja auch jetzt gerade als Zuschauer mitkriegt, wie krass Bilder ja abgeschnitten werden und in einen anderen Kontext geschnitten werden. Ja. Und dann hast du da aber eben auch so ein paar Beispiele, eben genau wie in dieser Staffel mit Giuliano und Sandra, wo es das wahrscheinlich das Beste war, was hätte passieren können. Und auch in Sachen Kate und Jakob. Also ich weiß nicht so richtig. Ich glaube trotzdem, dass du crazy sein musst, um da teilzunehmen, weil klar ist jetzt, dass der Outcome für Giuliano und auch für Kate und Jakob gut. Aber nichtsdestotrotz hatten ja beide da drin eigentlich auch eine Scheißzeit. Jakob hatte eine ekelhafte Zeit. Geisteskrank. Klar ist das schön. Und eigentlich soll es ja auch genauso sein wie jetzt bei Kate und Jakob. Ich hoffe, dass sie jetzt wirklich auch daran festhalten können und sagen können,
gerade Jakob, ich vertraue ihr jetzt. Ich habe jetzt gesehen, in der Zeit, in der ich nicht 24-7 bei ihr war, hat sie auch nichts gemacht. Alles wunderbar. Kate hat sich ja perfekt verhalten. Du, bei Kate war ja gar nichts, was du hättest ankreiden können eigentlich. Ja, aber das meine ich. Das meine ich. Genau. Ich meine eben, diese Show, die holt ja im Endeffekt, also du kannst vorwerfen, was du willst, hier falsche Bilder, bla 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 bla. Aber im Endeffekt holt sie doch nur das aus den Personen raus, was vielleicht in naher Zukunft oder irgendwann eh passiert wäre, wovon aber der Partner oder die Partnerin wahrscheinlich nie was von erfahren hätte. Ja. Also weil entweder du liebst deinen Partner und du reißt dich zusammen und dann läuft es so wie bei den anderen beiden oder eben nicht. Punkt aus Ende. Natürlich, also jetzt über die Moral der Show, keine Ahnung, wie man das so nennen kann, lässt sich streiten. Nichtsdestotrotz machen natürlich alle da freiwillig mit. Für uns, ich glaube, als Zuschauer war das eigentlich eine perfekte Staffel, weil du hast auf der einen Seite dieses ganz krass Extreme, was uns eigentlich schon zu viel war mit Henrik und Paulina gesehen. Du hast aber halt auch schöne Momente gehabt mit Kate und Jakob. Aber auch so ein Zwischending jetzt bei Sandra und Giuliano. Na gut, Abby Udo komplett vergessen. Ach, also ich fand es eigentlich eine gute Unterhaltung mit Hang. Zu too much und lieber das leichte too much, das lieber rausschneiden, Leute, aber uns mehr Einzellagerfeuer geben und bitte macht kein Paar mehr zu so einer krassen Hauptrolle. Das war echt voll schade, was du alles mitbekommen hast, was da alles wohl noch abgelaufen ist, was wir überhaupt nicht gesehen haben. Das ist schade, weil es soll auf jeder Ebene unterhalten. So. Genau. Ihr könnt ja gerne jetzt nochmal euer Fazit der Staffel bei uns in die Kommentare hauen, wenn ihr darauf Bock habt. Ja, ansonsten Temptation Island nach wie vor finde ich geil. Ich finde VIP geiler als normal. Und ich freue mich eigentlich fast jetzt schon auf die nächste Staffel. Oh nee, und ich freue mich jetzt schon auf die Normalo-Staffel, weil die Normalo-Staffel soll ja eigentlich auch, glaube ich, schon gedreht sein. Ja, oh Leute. Und die wird immer viel wilder, deswegen bring it on. Okay. Was kam denn heute noch von uns? Ihr habt von uns noch ein Are You The One Video. Ihr habt den Podcast von Lena und Martin zum Dschungelcamp. Livestream gab's, Stories gibt's. Folgt uns auf Instagram und auch auf YouTube, TikTok. Den Link dazu findet ihr in unserer Insta-Bio. Wir gehören zu Tag 20. Und ich gebe das Wort an Lena, das Abschlusswort. Seid so, wie ihr bleibt, ihr kleinen, süßen, kleinen, feinen Gesichter. Ihr kleinen, hässlichen Tiere. Hat er Tier gesagt, der Steff? Irgendwie sowas. Geisteskrank war das mit euch, Temptation Island VIP. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Bleibt bitte weiterhin so aktiv in den Kommentaren bei YouTube als auch bei Instagram. So, das war's jetzt wirklich. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.